Liga im RaceBets Podcast. Mit der Nummer 69 und Frau Gedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Manche Themen entwickeln sich im Lauf der Zeit. Wenn man immer wieder Nachrichten bekommt über WhatsApp oder via E-Mail zu einem Thema, dann merkt man, hey, da muss man doch mal drüber sprechen. Hier geht es um Bad Doberan, um ein anstehendes 200-jähriges Jubiläum, was ja am 10. August 2022 gefeiert werden müsste. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür denkbar schlecht. Die letzten Rennen haben dort 2019 stattgefunden. Der Rennverein ist zerstritten, es ist kein Geld da, die Rennbahn selbst ist in einem desolaten Zustand und die Stadt Bad Doberan hat noch eine öffentliche Ausschreibung gemacht. Man kann das Rennbahngelände pachten. Also denkbar ungünstige Voraussetzungen eigentlich für eine erfolgreiche Jubiläumsfeier, denkt man. Aber da gibt es einen Mann, der im Hintergrund weiter die Fäden zieht. So hat er es viele Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position beim Deutschen Galopperverband gemacht und so macht er es auch noch mit 94 Jahren. Die Rede ist von Hans-Heinrich von Löper, der Anfang der Woche Geburtstag gefeiert hat. Wir wünschen dazu noch alles, alles Gute. Ich habe ihn interviewt via Zoom. Auch das geht noch mit 94 Jahren. Und wir reden mit ihm über eine Ära, die er mitbegleitet hat, über viele Entwicklungen im deutschen Galopprennsport nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Mann möchte auch noch Zukunft gestalten. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Natürlich sprechen wir auch über den aktuellen Rennsport. Es gibt einen Renntag in Düsseldorf, Saison auf Galopp auf dem Grafenberg. Und unsere Wettexperten sind wieder am Start. David Connolly-Smith. Meinung nicht, aber ich fühle mich total verpflichtet, natürlich das Pferd zu wetten, dessen Name auch mein Heimatstadt ist. Ne? Ich bin in Nottingham geboren und aufgewachsen, dann werde ich sie in jedem Fall wetten. Ich habe sie ja letztes Jahr auch bei allen Starts gewettet. Die Experten werden sich die Augen verdrehen. Aber, ne? Christian Jungfleisch. Aber zum Wetten ist es natürlich schwierig. Da muss man vielleicht auch mal drauf achten, wie die Pferde aussehen oder was man auch im Livestream noch für Infos aktuelle bekommt. Und Ronald Köhler. Also wenn Wintermond tatsächlich Juanito schlagen sollte, weiß nicht, ob ich das für wahrscheinlich halte, wird er jedenfalls in den Langzeitmärkten weiter purzeln. Wir erinnern auch an Hamdan Al-Maktoum, den großen Besitzer, der jetzt im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Und der damalige Manager des Geschütz, Hubert de Burgh, hat mir gesagt, Hamdan kommt zweimal im Jahr, kommt mit einem Helikopter angeflogen, landet in einem der großen Wiesen, wo die Mutterschuhen sind und hat alle Mutterschuhen sofort identifizieren können. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also ein richtiger Pferdemensch und auch ein ganz netter Mann. In diesem Podcast reden wir nur über nette und mit netten Männern. So auch mit Hans-Heinrich von Löper. Das Porträt im RaceBets Podcast. Ich begrüße jetzt via Zoom Hans-Heinrich von Löper. Hallo Hans-Heinrich. Hallo, freue mich, dich zu sehen und zu hören. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu deiner allerersten Zoom-Konferenz. Ja, man wird immer älter und man lernt immer mehr dazu. Und vielleicht, wenn ich 100 werde, machen wir wieder eine. Ah, na, da machen wir was ganz anderes, Hans-Heinrich. Zum 100. Geburtstag. Also Glückwunsch, also du gehst mit der Technik, Zoom-Konferenz, das läuft so ähnlich wie die Konferenzen der Ministerpräsidenten. Ich hoffe, dass unser Gespräch etwas konstruktiver wird. Ja, schlechter kann es ja nicht sein. Hans-Heinrich, wir können es verraten, du bist